Stuttgart gegen Frankfurt. Doch nicht auf dem Rasen, sondern im Cage. Wer wird König von Deutschland? Tickets erhältlich unter octagontickets.de. First round, fight! Odunjo in der Rechtsauslage. Rechtes Bein ist vorne. Braichori mit links vorne. Und Odunjo kriegt direkt schon mal den Takedown, aber Braichori arbeitet sich hoch. Und jetzt hier versucht er es mit diesem Broomstick-Sweep. Versucht er, ihm sozusagen die Beine zu stellen. Ja, ganz, ganz schnell gemacht von Odunjo, der hier aus dem Stand an das vordere Bein zu diesem Single-Leg-Takedown gegangen ist. Aber Braichori auch sehr schnell wieder auf den Füßen und verteidigt bisher gut. Aber jetzt hat Odunjo ihn zum ersten Mal auf dem Rücken. Wir kämpfen jetzt übrigens wieder 5-Minuten-Runden. So ist es. Das heißt, 3x5 Minuten wird jetzt gekämpft. Wir sind nicht mehr bei Projekt Y mit 3-Minuten-Runden. Das heißt, Odunjo hat jetzt noch ganze 4 Minuten Zeit, um aus dieser Position zu arbeiten. Referee Václav Psibyl hat Braichori schon ein paar Mal ermahnt, dass er nicht in den Käfig greifen darf. Das ist natürlich nicht regelkonform. Wenn er das nochmal macht, kann es passieren, dass er ermahnt wird oder sogar einen Punkt dafür abgezogen bekommt. Und wenn man einen Punkt Abzug bekommt, dann verliert man die Runde mit ziemlicher Sicherheit. Oder wenn man die Runde gewonnen hätte, ist die Runde danach ausgeglichen. Das heißt, durch solche kleinen Spielereien steht sehr, sehr viel auf dem Spiel. Aber jetzt ist es Taiyo Odunjo in der Half Guard, in der Side Control von Braichori. Und der arbeitet natürlich weiter, um sich hier in seiner Position festzusetzen. Und der klemmt Braichori hier wirklich gut ein. Also er lässt ihm hier gar keinen Platz. Macht das wirklich gut, wie er sich seine Position sichert und den Arm isoliert. Aber Braichori wendig mit der Hüfte, kommt wieder hoch. Aber Odunjo shootet direkt rein, hat die Hände geschlossen. Und hat jetzt ein Bodylock und kann versuchen, Braichori über die Hüfte Richtung Matte zu drehen. Aber solange Braichori den Schwerpunkt tief hält, ist die Gefahr noch nicht so akut. Odunjo öffnet die Hände und versucht jetzt hier eher mit kurzen Schlägen und Kniestößen zu arbeiten. Ja, Braichori macht das gut, indem er das rechte Handgelenk von Odunjo gegriffen hat. Jetzt versucht er es wieder mit dem Wurf, aber beide bleiben noch im Clinch. Und das ist natürlich eine schwierige Position für Braichori. Hier kann er seine Stärken nicht ausspielen. Er muss hier unbedingt aus der Käfigecke rauskommen. Während Odunjo ihn hier müde machen kann, ihn hier mit Kniestößen zermürbt. Ja. Odunjo hat die Double Underhooks, also beide Hände unter den Armen von Braichori durch und nutzt die, um Braichori wieder in die Rückenlage auf die Matte zu bringen. Dieses Mal Half-Guard-Position, das heißt, ein Bein von Odunjo ist gefangen zwischen den Beinen von Braichori. Aber Braichori muss versuchen, eben aus dieser flachen Rückenlage rauszukommen. Solange er so flach liegt, ist es relativ einfach für Odunjo, ihn da zu kontrollieren. Je mehr Braichori sich auf die Seite dreht, idealerweise auf die Seite zum Gegner, desto instabiler wird die Position für Odunjo und desto mehr muss er sich auf die Balance konzentrieren als auf das Schlagen. Ja, und jetzt rutscht Odunjo Step by Step in die Mount. Aber Endrit arbeitet sich wieder hoch, hat schon wieder ein Knie auf dem Boden, muss aber aufpassen, dass er den Rücken nicht hergibt. Und auch, dass er nicht ins Gesicht geschlagen wird, denn Odunjo hat immer noch diesen Bodylock. Also es ist wirklich bemerkenswert, wie der sich entwickelt hat. Anfangs war er in erster Linie ein Boxer und die restlichen Teilbereiche des MMA-Sports waren so lala. Jetzt ist er wohl ziemlich in die Grappler- und Ringeroffensive gegangen. Das ist jetzt natürlich zunächst mal nicht so spektakulär anzuschauen, aber es ist taktisch einfach sehr, sehr clever. My last warning, sir. Ja, und Václav Psibyl, der Referee, ermahnt Endrit hier zum letzten Mal. Danach
wird ein Punkt abgezogen. Das wäre gar nicht gut für den Mann aus Rosenheim. Und für die Zuschauer, es ist auch verboten, mit den Zehen in den Käfig zu greifen. Also nicht nur die Hände zählen da als Greifen, sondern auch die Füße und Zehen werden bestraft bzw. sind nicht erlaubt in den Käfigmaschen. Stop! Run to fight! Und weiter geht's, die wilde Fahrt. Wie reagiert Breischori auf die exzellente Cage-Control von seinem Gegner? Die Runde 2 startet, die Karten sind neu gemischt. Er hat es jetzt wieder in der Hand, hier seine Treffer zu setzen. Ja, Breischori sollte auf jeden Fall versuchen, jetzt seine boxerischen Skills auszupacken. Lange Hände zu schlagen, so die Distanz groß zu halten und vor allem die Schlaghand, die rechte Hand ins Ziel zu bringen. Aber Odunjo hängt schon wieder an seinem vorderen Bein. Oh, ist schön gemacht. Jetzt landet Endrit oben. Er landet sogar in der Full Mount. Ganz, ganz dramatische Wendung. Und guter Treffer von Endrit. Jetzt gibt es direkt die Retourkutsche für diese fiese erste Runde. Endrit muss aufpassen auf die Upkicks. Jetzt landet er wieder in der Guard. Das ist für einen Grappler wie Odunjo möglicherweise sogar noch ein Vorteil. Wir haben gesehen, die Cage-Control von Odunjo in der ersten Runde war hervorragend. Aber wie schlägt sich der Mann, wenn er auf dem Rücken ist? Das muss er jetzt beweisen. Schöne Ellbogen von Breischori. Aber wie die Dinger reinkrachen. Ja, wenn Endrit einmal Blut geleckt hat, dann ist er für gewöhnlich nicht mehr zu stoppen. Und der nächste Treffer setzt. Aber es sieht so aus, als wäre Odunjo wieder etwas erholt. Als hätte dieser Treffer doch nicht so viel Wirkung hinterlassen, wie es zu Anfangs aussah. Ein einziger Schlag von Endrit kann diesen Kampf beenden. Und genau das versucht er hier. Aber auch Odunjo trifft mit der langen Linken. Hier in diesem Battle zwischen Rechtsausleger und Linksausleger hat man immer die Gefahr, dass beide eben mit ihrer Schlaghand super gut durch die Mitte treffen können. Das heißt, für Endrit ist die rechte Hand die starke Waffe, für Odunjo die linke. Oh. Und Endrit arbeitet sehr, sehr clever mit der Beinarbeit, bringt seinen linken vorderen Fuß immer an die Außenseite, sodass er eben die lange rechte besser treffen kann, ohne selber in die Schlaghand von Odunjo reinzulaufen. Jetzt nehmen sie beide wieder das Tempo etwas raus, aber die haben auch schon mächtig Federn gelassen in dieser Runde. Guter Jab von Odunjo und jetzt der nächste Takedown-Versuch. Da wäre bei Endrit fast der Mundschutz rausgeflogen, nachdem der Jab von Odunjo getroffen hat. Aber Breischori verteidigt diese Takedowns jetzt deutlich besser, indem er direkt, sobald Odunjo bei ihm am Bein hängt, anfängt zum Kopf zu schlagen. Aber Odunjo jetzt wieder mit diesem Bodylock versucht, sich so den Takedown zu sichern und hat zumindest jetzt schon mal den Rücken. Ja, Endrit hat es erst mit diesem Overhook versucht, den Hüftwurf zu kriegen, aber Odunjo ist unter dem Arm durchgeschlüpft, hat sich den Rücken geholt und landet jetzt in der Backmount am Boden. Hat mit dem linken Bein den Hook drin, das bedeutet, damit kann er sich seine Position schon mal sichern und sich wie ein Koala an einem Baum, so hält er sich an seinem Gegner fest. Ein wunderschönes Bild, Herr Harburger. Ja, bloß, dass der Koala nicht auf den Baum einschlägt und versucht, ihn zu erwürgen. Das ist vielleicht der einzige Unterschied und dass sich der Baum nicht wehrt. Lassen wir das mit den Metaphern. Wir sehen, Odunjo arbeitet von hinten mit Schlägen, versucht so, sich Lücken zu schaffen, um dann irgendwann den Unterarm, so wie jetzt, Nähe des Halses von Breischori zu bringen, um dann den Würger anzusetzen. Aber das BJJ von Endrit ist wirklich nicht zu unterschätzen. Er hat es bislang noch nicht so viel gezeigt, aber sein Ground Game ist wirklich solide. Jetzt wird es noch mal getestet. Denn Odunjo hat immer noch die Backmount und er kann hier natürlich angreifen, ohne dass er selber in das Risiko geht, getroffen zu werden. Oh, aber ich glaube, Endrit kommt hoch. Ja, halt dich so aus. Gut befreit von Breischori, aber Odunjo hängt immer noch hinter ihm. Das heißt, die Gefahr ist noch nicht gebannt.
30 Sekunden noch auf der Uhr. Und auch Endrit guckt auf die Uhr, an den Videowürfel rüber. Schönes Knie. Sehr schön. Aus dem Thai-Clinch, das Knie gebracht. Endrit schwingt diesen rechten Cross immer richtig rein, aber er muss ihn besser vorbereiten. Oh, springt mit dem Knie rein, aber da ist ein riesiger, riesiger Cut über dem linken Auge von Odunjo. Das sehe ich jetzt gerade erst. Stop. Run three. Richtig, Pascal, du hast es vorhin angesprochen. Maßgeblich ist nicht nur die Cage Control, wer das Kampfgeschehen hier dirigiert, sondern natürlich auch, wer mehr Schaden macht. Und das hat mittlerweile die höhere Gewichtung bei den Punktrichtern. Wieder versucht Odunjo mit dem Single Leg und wieder landet Endrit diese kurzen Seitwärtshaken, aber ihm gelingt es, den Takedown zu verteidigen. Ja, das ist der große Unterschied eben im MMA zum normalen Ring. Du darfst die Takedown-Versuche nicht nur durch ringerische Techniken verteidigen, sondern du darfst natürlich auch dazwischen schlagen, mit den Ellbogen, mit den Knien. Und das verändert das Ganze nochmal ganz extrem, weil du einfach viel, viel weniger Zeit hast, deine Techniken durchzubringen, sobald dir jemand auf dem Kopf rumklopft. Ach du meine Güte, das Gesicht von Odunjo sieht mittlerweile aus, als wäre der durch eine Glastür gerannt. Man kann jetzt aber nicht so gut unterscheiden, ob das der Cut ist, der weit offen ist, oder ob das Blut einfach runterläuft. Wie groß der Cut dann tatsächlich ist, das müsste man sich mal gleich im Detail angucken. Kann nämlich auch sein, dass das nicht so wild ist, wie es aussieht. Aber das ist natürlich die Stelle, die Endrit jetzt treffen muss, denn so hart es auch klingt, je mehr er drauf trifft, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Referee oder der Ringarzt sagen, sie haben genug gesehen und den Kampf abbrechen. Oh, ganz knapp ins Leere gegangen hier, diese kurzen Schläge von Braishori. Und jetzt merkt man, dass bei Odunjo die Luft raus ist. Der ist nicht mehr so angriffslustig und shootet auf die Single Legs wie noch im ersten Durchgang. Aber auch Endrit muss jetzt hier nochmal aufreden. Das ist natürlich in der Hälfte der dritten Runde leichter gesagt als getan. Aber jetzt kommt es darauf an, wer das hier mehr will. Beide wissen, dass es 50-50 in den Runden steht. Jeder hat eine Runde gewonnen. Und jetzt müssen sie hier aufs Ganze gehen. Ja, bisher noch keine wahnsinns beeindruckenden Aktionen von den Kämpfern in Runde 3. Das heißt, jede Aktion, die jetzt passiert, kann dazu beitragen, dass die Punktrichter sich für die eine oder eben die andere Ecke entscheiden. Und jetzt ist es Odunjo, der wieder am Drücker ist hier mit diesen Double Underhooks. Und bisher hat er es zweimal geschafft, Braishori so auf die Matte zu drehen, indem er seine Hüfte reinstellt und ihn dann über die Hüfte drüber auf die Matte dreht. Odunjo klebt immer noch an Endrit dran. Die Hälfte der dritten Runde ist jetzt durch. Jetzt wird es nochmal spannend. Vielleicht landet Endrit hier nochmal so einen Kniestoß, wie er es in der zweiten Runde gemacht hat. Aber schöner Ellbogen von Odunjo. Ja, Thai-Style von vorne. Den Ellbogen da reingeschoben. Aber auch Braishori hat versucht, in dieser kurzen Lücke ein, zwei Schläge anzubringen. Aber Odunjo wieder mit den Double Unders und dem Versuch, Endrit auf die Matte zu ringen. Jetzt hier gute Head Control von Braishori. Genau das muss er machen, um eben diese Situation aufzulösen. 90 Sekunden hat er noch, um hier die letzten Akzente zu setzen. Er muss jetzt mehr bringen als einfach nur seine Führhand. Und jetzt ist aber auch schon ein Cut bei Endrit im Gesicht offen. Schöner Kick zum Körper von Braishori. Und da gibt es auch schon direkt die Antwort von Odunjo. Also sehr, sehr, sehr knappes Ding. Noch eine Minute und fünf Sekunden. Und es ist wirklich ein Kampf auf Messerschneide. Nächster Takedown-Versuch von Braishori. Nein, von Odunjo. Braishori verteidigt. Ja, und sprawlt das ganze Ding hier aus. Jetzt wartet er auf den Konter. Und die Konter von Endrit sind saugefährlich. Aber ist natürlich ein riskantes Spiel, sich darauf zu verlassen. Weil
Ja, Odunjo hat lange Arme, das ist richtig. Den zu kontern ist schwierig. Ja, und Odunjo ist der deutlich aktivere Mann hier in der letzten Runde. Und versucht mehr, um die Punktrichter von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Noch 20 Sekunden. Schöner Haken von Braishori. Gut gemacht. Die letzte Möglichkeit, noch mal Akzente zu setzen. Die letzten 10 Sekunden laufen. Braishori trifft noch mal mit dem Jab. Oh! Noch mal zwei gute Schläge. Richtige Bomben, die gesessen haben. Ladies and gentlemen, after three rounds, let's see how judges score this fight. First judge, 29-28. Braishori. Second judge, 29-28. Odunjo. And last judge, 29-28. For the winner by split decision, Andrit Braishori! Stuttgart gegen Frankfurt. Doch nicht auf dem Rasen, sondern im Cage. Wer wird König von Deutschland? Tickets erhältlich unter octagontickets.de.